Beim Intervallfasten schafft man tägliche Fastenintervalle dadurch, dass alle Mahlzeiten des Tages in einem begrenzten Zeitfenster untergebracht werden. Der Tag wird somit zeitlich in eine Fastenphase und eine Phase der Nahrungsaufnahme eingeteilt. In der Fastenphase ist jegliche Kalorienzufuhr untersagt. Auf feste Nahrung verzichtet man also vollständig. Bei Getränken gilt die Devise, dass ausschließlich kalorienfreie Getränke wie Wasser oder ungesüßte Tees erlaubt sind. Dies wirft die Frage auf, wie es mit Cola Zero aussieht, die zwar als süßes Softgetränk nicht ins Schema passt, faktisch aber keine Kalorien enthält. Genau darauf werde ich heute eingehen, also konkret auf die Frage, ist Cola Zero beim Intervallfasten erlaubt oder unterbricht man damit die Fastenphase und macht die gesundheitliche Wirkung des Fastens zunichte. Deshalb bleibe auf jeden Fall dran. Coca-Cola zählt zu den beliebtesten Softdrinks der Deutschen. Aus gesundheitlicher Perspektive ist sie in großen Mengen, aber aufgrund des hohen Zuckergehaltes keine gute Wahl. So enthält ein Glas Cola mit 250 Millilitern ganze 27 Gramm raffinierten Zucker. Das entspricht 9 Stück Würfelzucker. Viele figurbewusste Menschen bevorzugen daher die zuckerfreie Alternative Cola Zero. Diese ist so gut wie kalorienfrei und somit im Rahmen einer Diät von Vorteil. Auch in Bezug auf das Intervallfasten nimmt die Cola Zero die erste Hürde, denn jedes zucker- oder kalorienhaltige Getränk ist während der Fastenphase untersagt. Schon kleinste Mengen an Zucker reichen aus, um die Produktion von Insulin anzuregen. Der Zucker geht nämlich sofort ins Blut und lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Um gegenzuregulieren, bildet der Körper Insulin, welches den Zucker aus dem Blut zur weiteren Verwertung in die Zellen einschleust. Als anaboles Hormon steht Insulin der katabolen Stoffwechsellage während des Fastens diametral gegenüber und unterbricht das Fasten. Somit ist nicht entscheidend, ob ein Getränk zucker- oder kalorienhaltig ist, sondern ob es eine Insulinausschüttung anregt. Diesen Punkt können wir bei der Cola Zero nämlich nicht so leicht abhaken. Hierfür müssen wir einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen. Der süße Geschmack fällt natürlich nicht vom Himmel. Die Cola enthält verschiedene Süßungsmittel, nämlich Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam. Die weiteren Inhaltsstoffe können wir fürs Erste ignorieren. Süßungsmittel lassen sich grundsätzlich unterteilen in Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe. Zuckeraustauschstoffe sind natürliche Kohlenhydrate mit einer ähnlich hohen Süßkraft wie Haushaltszucker. Sie liefern zwar weniger Kalorien, haben aber trotzdem einen gewissen Brennwert und wirken sich geringfügig auf den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel aus. Zuckeraustauschstoffe können das Intervallfasten somit in größeren Mengen brechen. Sie werden bei den Nährwerten unter dem Punkt mehrwertige Alkohole aufgeführt. Die zweite Gruppe der Süßungsmittel sind die Süßstoffe. Hierbei handelt es sich um künstlich hergestellte Verbindungen, die eine bis zu 1000-fach höhere Süßkraft als Haushaltszucker haben. Es wird nur eine minimale Menge benötigt, um einen süßen Geschmack zu erzeugen. Folglich liefern Süßstoffe in Lebensmitteln nahezu keine Kalorien. Sie haben keinen Einfluss auf den Blutzucker- und Insulinspiegel und werden deshalb für Diabetiker als sicher eingestuft. Somit lassen sich Süßstoffe in normalen Mengen durchaus mit dem Intervallfasten vereinbaren. Wer genau aufgepasst hat, hat festgestellt, dass die Süßungsmittel der Cola, nämlich Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam, ausschließlich den Süßstoffen zuzuordnen sind. Für Süßstoffe wurde dennoch die Hypothese aufgestellt, dass sie eine sogenannte cephalische Insulinsekretion anregen. Damit ist gemeint, dass der süße Geschmack über einen psychosomatischen Reflex zu einer Insulinausschüttung führt, obwohl kein Zucker zugeführt wird, weil allein der Geschmack dem Körper signalisiert, dass gleich Zucker aufgenommen wird. Diese Hypothese klingt zwar plausibel, sie konnte bis jetzt aber nicht belegt werden. Im Gegenteil, man konnte mehrfach nachweisen, dass Süßstoffe keine nennenswerte Auswirkung auf den Insulinspiegel haben. So hat man in einer Untersuchung bei Teilnehmern, die die gängigsten Süßstoffe in Wasser gelöst zu sich genommen haben, darunter die 3 Süßstoffe der Cola Zero, zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Konsum keine signifikante Veränderung des Insulinspiegels festgestellt. Grafisch dargestellt sieht man nochmal besser, dass es ausschließlich bei der Lösung mit Haushaltszucker zu einem Anstieg des Insulinspiegels gekommen ist. Werfen wir dennoch einen kurzen Blick auf die einzelnen Süßstoffe der Cola Zero. Dazu zählt zum einen Natriumcyclamat. Natriumcyclamat ist 30 bis 50 mal so süß wie gewöhnlicher Haushaltszucker und hat somit unter den zugelassenen Süßstoffen die geringste Süßkraft. Der Stoff wird vom Körper nicht verstoffwechselt und weitgehend unverändert mit dem Urin wieder ausgeschieden. Deshalb ist er praktisch kalorienfrei und hat keine Auswirkung auf den Blutzucker- und Insulinspiegel.
In manchen Tierstudien hat Natriumcyclamat in extrem hohen Dosierungen eine krebserregende Wirkung gezeigt. Die Ergebnisse haben dazu geführt, dass Natriumcyclamat in den USA verboten wurde. Es ist jedoch umstritten, ob die Ergebnisse überhaupt auf den Menschen übertragbar sind, da Cyclamate im menschlichen Körper sehr schnell über die Nieren wieder ausgeschieden werden. In einer Vielzahl von neueren Studien konnte die krebserregende Wirkung nicht bestätigt werden. Darüber hinaus ist die angewandte Dosierung von 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht im Hinblick auf die Grenzwerte für Natriumcyclamat in der EU absolut unrealistisch. Coca-Cola verrät die genaue Dosierung zwar nicht, aber selbst wenn der erlaubte Maximalwert von 250 Milligramm pro Liter enthalten ist, müsste eine 70 Kilogramm schwere Person 700 Liter Cola Zero am Tag trinken, um die Dosis aus den Tierstudien zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wird Natriumcyclamat in normalen Mengen auch langfristig als unbedenklich eingestuft. Der zweite Süßstoff in der Cola, Acesulfam K, ist 130 bis 200 Mal so süß wie gewöhnlicher Haushaltszucker und hat somit eine deutlich größere Süßkraft als Natriumcyclamat. Auch bei Acesulfam K ist zur normalen Dosierung nicht von einer Insulinausschüttung auszugehen. Es gibt zwar eine Studie, in der man bei Ratten, denen man Acesulfam K injiziert hat, eine Insulinausschüttung beobachtet hat. Diese Studie ist aber aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen ist der Mensch keine übergewichtige Ratte. Es gibt physiologisch große Unterschiede, weshalb sich die Ergebnisse nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen lassen. Zum anderen wurde der Süßstoff den Ratten intravenös und nicht oral verabreicht. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob eine Substanz direkt in die Blutbahn injiziert wird oder sie vorher den Magen-Darm-Trakt passieren muss. In neueren Studien, in denen Acesulfam K oral verabreicht wurde, ist es nämlich nicht zu einem Anstieg des Insulinspiegels gekommen. Aber selbst wenn man diese Punkte ignoriert, darf man nicht außer Acht lassen, dass die verwendete Dosis absolut realitätsfern ist. Man hat den Ratten nämlich 150 Milligramm Acesulfam K pro Kilogramm Körpergewicht injiziert. Hochgerechnet auf eine 70 Kilogramm schwere Person entspricht das einer Aufnahme von 10,5 Gramm pro Tag. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Cola den erlaubten Maximalwert von 350 Milligramm pro Liter enthält, müsste die Person 30 Liter Cola am Tag trinken, um die Dosis aus der Studie zu erreichen. Wobei es wahrscheinlich sogar deutlich mehr wäre, weil wir nur mit der zugelassenen Höchstmenge rechnen können. Da Coca-Cola die genaue Rezeptur für sich behält, wissen wir nicht, zu wie viel Prozent diese Höchstmenge tatsächlich ausgeschöpft wird. Jetzt kommen wir zum letzten und bekanntesten Süßstoff der Cola Zero, nämlich Aspartam. Aspartam hat mit 4 Kilokalorien pro Gramm zwar den gleichen Energiegehalt wie Haushaltszucker, ist aber etwa 200 Mal so süß, sodass eine minimale Menge an Aspartam ausreicht, um einen süßen Geschmack zu erzeugen. Auch bei Aspartam muss man sich im Hinblick auf das Intervallfasten keine Sorgen machen, da in mehreren Studien belegt werden konnte, dass der Süßstoff keinen Einfluss auf den Insulinspiegel hat. Gesundheitlich wird Aspartam bis zu einer Dosierung von 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag als unbedenklich eingestuft. Um diese Dosierung zu erreichen, müsste eine 70 Kilogramm schwere Person, wenn wir von der zulässigen Höchstmenge ausgehen, mehr als 4 Liter Cola Zero am Tag trinken. Ausgenommen hiervon sind Menschen, die an einer sogenannten Phenylketonurie leiden. Hierbei handelt es sich um eine erblich bedingte Stoffwechselerkrankung, bei der die Aminosäure Phenylalanin nicht in die Aminosäure Tyrosin umgewandelt werden kann. Dadurch reichert sich Phenylalanin im Blut an und verursacht ernsthafte Schäden. Betroffene Menschen sind daher auf eine phenylalaninarme Ernährung angewiesen. Cola Zero gehört leider nicht dazu, weil bei der Verdauung von Aspartam Phenylalanin freigesetzt wird. Deshalb findet man auf Lebensmitteln, die mit Aspartam gesüßt sind, auch den Hinweis, enthält eine Phenylalaninquelle. Nachdem wir alle drei Süßstoffe der Cola Zero betrachtet haben, kann man also sagen, dass der Konsum von Cola Zero nicht zu einer Insulinausschüttung führt. Das wäre auch bedenklich, da Süßstoffe verstärkt von Diabetikern verwendet werden, die sehr genau auf ihren Insulinspiegel achten müssen. Insofern kann man Cola Zero in moderaten Mengen durchaus beim Intervallfasten trinken. Nur weil Cola Zero das Intervallfasten nicht bricht, sollten wir uns damit aber nicht zuschütten. Denn trotz der fehlenden Kalorien gibt es immer noch Dinge, die langfristig bei exzessivem Konsum problematisch sind. Die enthaltene Phosphorsäure zum Beispiel greift den Zahnschmelz an und steht im Verdacht, Osteoporose zu fördern, indem sie der Knochensubstanz Calcium entzieht. Der süße Geschmack der Cola sorgt zwar nicht für eine Insulinausschüttung, hat aber zur Folge, dass sich ein Gewöhnungseffekt einstellt und wir ein größeres Verlangen nach Süßem entwickeln. Insofern steht außer Frage, dass Wasser und ungesüßte Tees die deutlich besseren Durstlöscher sind.
Wenn du jetzt erfahren möchtest, wie das Ganze bei Kaugummis aussieht, dann schau dir gerne das Video an, das ich zu dem Thema hochgeladen habe. Dort erfährst du, ob und unter welchen Voraussetzungen Kaugummis beim Intervallfasten erlaubt sind. An der Stelle kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren, um kein Video rund um das Thema Intervallfasten mehr zu verpassen. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich bin mir sicher, dass du genauso davon profitieren wirst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.